Wer regionale Spezialitäten und ein außergewöhnliches Ambiente beim Speisen schätzt, durfte sich am 29. Mai dieses Jahres auf einen besonderen kulinarischen Abend freuen. Unter dem Motto Tafeln im Bregenzer Wald lud Küchenchef Willi Muxel vom Gasthof Adler und Kräuterexpertin Annemarie Beer zu Lamm und Kräuter in die historische Villa Mount ein. An der feierlich gedeckten Tafel fanden sich zahlreiche Gäste ein. Herzlich willkommen in der Villa Mount unter dem Motto Tafeln im Bregenzer Wald. Das ist jetzt ein Lammschnitzel im Kürbismantel, der Lammrücken rosa gebraten. Und dann habe ich da eine geschmorte Lammkeule mit Girschpolenta und Kohlrabischüsseli. Singer und Songwriter Manuel Zelzer, bekannt durch die Mundartband Stromboli, begleitete den Abend durch sein Gitarrenspiel und gab so manchen Klassiker zum Besten. Zwischen den Gängen gab Annemarie Beer Einblicke in die Wirkung und Verwendungsmöglichkeiten der verschiedensten Kräuter, die bei uns in der freien Natur zu finden sind. Herbert Natter informierte die interessierten Gäste über Aufzucht und Haltung seiner Lämmer bis hin zur Fleischproduktion, welche sich in den herrlich angerichteten Speisen von Willi Muxel wiederfand. Geschmacklich konnten sich die Gäste von dem Aroma der Kräuter und dem Lammfleisch in Form von köstlich angerichteten Speisen an diesem gelungenen Abend selber überzeugen. Herzlich willkommen, Tafeln im Bregenzer Wald.